jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder eine große Investition des Bundes in den sozialen Wohnungsbau. 14,5 Milliarden fließen rein bis 2026. Und wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, dann hat man festgestellt, dass die Länder in der Regel aus einem Euro anderthalb Euro gemacht haben durch eine Kofinanzierung im sozialen Wohnungsbau. Und wenn man das überträgt auf die 14,5 Milliarden, dann sind wir insgesamt konservativ geschätzt bei 36 Milliarden. Und wir sehen das auch schon sehr deutlich, dass einzelne Bundesländer ganz massiv ihre Investitionen erhöht haben in den sozialen Wohnungsbau und wieder sehen, dass Wohnungsbau auch eine Sache ist, die die Länder anbelangt, nicht nur finanziell, sondern natürlich hoffe ich auch, dass das bei unseren Vorhaben auch die Bauordnung in Deutschland zu entschlacken gut ist, dass es wieder ein Bewusstsein der Länder gibt für die Frage, wie kann eigentlich bei uns schnell und preiswert gebaut werden. Ein wichtiges Thema ist die Frage der Beschleunigung, denn gerade bei der Inflation, bei den Steigerungen der Baukosten ist jedes Jahr, was es länger für die Genehmigung und Planung braucht, auch Geld. Und deswegen haben wir Maßnahmen unternommen. Das eine ist die Novelle des Raumordnungsgesetzes, insbesondere für große Infrastrukturvorhaben wichtig. Es gibt jetzt definitiv knallharte Fristen für die Bearbeitungszeiten. Und wir haben zeitraubende Doppelprüfungen abgeschafft und die Prozesse digitalisiert. Und im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum haben wir uns geeinigt auf eine To-Do-Liste, die wir zusammen mit den Ländern umsetzen wollen. Und auch in Ihrer Studie sind sehr viele Punkte aufgegriffen. Ich sage mal die Schlagworte bundesweit einheitliche Typengenehmigung, Genehmigungsfiktion, etwas, wo ich auch dem BDA sehr dankbar bin, Gebäudetyp E. Das ist etwas, was in vielen Bundesländern nachgemacht werden sollte aus meiner Sicht. Der genehmigungsfreie Ausbau von Dachgeschossen und das leidige Thema Stellplatzsatzung in der Nachverdichtung. Diese Sachen sind wichtig, damit wir schneller und einfacher bauen können. Wir sind gerade im parlamentarischen Verfahren mit der Digitalisierungsnovelle. Das heißt auch hier die digitale Bürgerbeteiligung als Standard, aber auch Vereinfachung. Das heißt, wenn ein Bebauungsplan an einer Stelle geändert wird, dass man das Beteiligungsverfahren nicht zum kompletten Bauantrag macht, sondern nur zum Geänderten. Ich glaube, dass wir bei der Sanierung auch nur Fahrt aufnehmen können, wenn wir groß denken, wenn wir im Quartier denken. Und das heißt, wir dürfen uns nicht auf Sanierungspflichten des Einzelgebäudes konzentrieren. Die sollten nicht kommen, sondern weiter Dekarbonisierung durch Quartiersansätze machen. Dazu gehört, dass wir zusammen mit dem Wirtschaftsministerium sehr schnell jetzt an einem Gesetz für die Einführung der kommunalen Wärmeplanung arbeiten, damit die Zurverfügungstellung von dekarbonisierter Wärme zur Daseinsversorgung vor Ort gehört, so wie das jetzt Strom, Abwasser und Wasser ist. Und wir werden uns dafür einsetzen bei der Frage der zukünftigen Gebäudestandards, dass es nicht nur um die Dämmwerte geht, weil da ist irgendwann auch der eingesetzte Euro und der eingesparte CO2 in keinem günstigen Verhältnis, sondern dass wir mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude einen breiteren Ansatz wählen können. Wie wir wohnen und dass wir genug Wohnraum haben, ist eine soziale, ist eine gesellschaftliche Frage. Wohnen ist kein Gut neben anderen, es ist kein Luxusgut, es ist ein soziales Recht und es muss eingelöst werden. Deswegen gibt es eine politische, eine staatliche Verpflichtung, gegen solch eine Situation anzuarbeiten. Das heißt auch, dass die Investition in die ökologische Transformation, ich nenne es transformative Angebotspolitik, gerade und erst recht für die Bauwirtschaft gilt. Daraus folgt in der politischen Logik, dass wir nicht alles und überall verbilligen können, wohl aber gezielt im sozialen Bereich und im ökologischen Bereich die Unterstützung gewähren können, die die Volkswirtschaft tragen kann. Wir haben steuerliche Abschreibungen schon für Sanierungen. Ich kann mir gut vorstellen und werbe dafür, diese steuerlichen Abschreibungen zu erhöhen, zu systematisieren. Und das betrifft sowohl insgesamt Sanierungsabschreibungen wie die Erhöhung und Beibehaltung, Ausweitung der linearen AFA. Ich glaube auch, dass es richtig ist, das sogenannte BEG, das sind die Gelder für Neubau und für Sanierung, zu erhöhen, sodass die jungen Familien, die unter erhöhten Kosten jetzt bauen wollen, ökologisch bauen wollen, die sprachen eben über EH40, dort unterstützt werden und die Sanierung ebenfalls unterstützt werden, sodass die Baubranche produktiv sein kann, ist am Geld also nicht mangelt. Ich habe eben halt mitgehört, dass darüber, also auch über Finanzierungsquellen gesprochen wurde. Weiterhin übernommen von dem, was wir gestern im Kabinett geeint haben, kann ich mir gut vorstellen, dass man gerade für
Leute, die sonst knapp bei Kasse sind, Darlehen mit Tilgungszuschüssen verbindet und das Programm ausweitet, also die Finanzierungsbanken nach vorne nimmt. Und der vierte und letzte Punkt ist einer, den ich hier nur andeuten möchte, den ich aber sehr ernst nehme. Wir unterstützen ja in meinem Haus Sanierungen und ich kann mir gut vorstellen, dass man einen Teil des Sanierungsgeldes auch als Zuschuss bei Erwerb von Eigenheim umwidmen kann, also alt für jung sozusagen, ein Vorziehen quasi, eine Upfront-Finanzierung, sodass das Geld bei dem Erwerb des Hauses gleich mit ausgeschüttet werden kann. Sie sehen also, sowohl in dem Volumen des Geldes wie auch in der Technik sind wir noch lange nicht am Ende. Und ich begrüße es, wenn Bauwirtschaft sich dort konstruktiv einbringt. Wie gesagt, das Bauen und das Wohnen entscheidet über den sozialen und ökologischen Kern dieses Landes. Und die Transformationspolitik kann und sollte als Stütze auch der Bauwirtschaft gesehen und aufgestellt werden. Vielen Dank. Und wie sich die Vorstände, Geschäftsführer und Präsidentinnen der verschiedenen Verbände in der Wohnungsbau- und Immobilienwirtschaft geäußert haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Auch im nächsten Jahr sollen die Standards hier weiter verschärft werden und werden zu weiteren Baukostensteigerungen führen. Und deswegen muss die Politik sich schon die Frage auch eben mit der Frage beschäftigen, nicht nur was wir bauen und wie wir das verändern wollen, sondern sie muss sich vor allem damit beschäftigen, was wir nicht bauen. Ja, denn das ist das ja, was als soziale Frage hier im Raum steht. Und das, wenn ich die Standards durchhalten will, dann brauche ich dafür einfach mehr Geld und mehr Unterstützung. Und wenn ich heute höre, dass das KfW-Programm, was jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Monate läuft, schon wieder ausgebucht ist oder fast ausgebucht ist, dann zeigt das, dass es hier möglicherweise hoffentlich nicht zu großen Enttäuschungen kommen wird wie letztes Jahr. Und diese ganze Finanzierungskrise, mit der muss sich die Politik mehr beschäftigen, sonst werden wir im Bau weiter abrutschen und den Wohnungsbau weiter nach unten fahren, anstatt ihn dorthin zu fahren, wo die Politik ihn versprochen hat. Bei der Diskussion über die Standards darf man für meine Begriffe nicht vergessen, dass wir letztlich all das, was auch im Klimabereich geschehen soll, nur dann hinbekommen werden, wenn, tut mir leid, dass ich das hier nochmal erwähnen muss, die staatlichen Förderungen ausgeweitet werden. Ja, es ist einfach wichtig, dass diejenigen Menschen, von denen man erwartet, dass sie beispielsweise im Zusammenhang mit dem GEG einen Heizungsaustausch vornehmen, dass die das auch bezahlen können. Ja, und das gilt damit für die Eigentümer und gilt auch für die Mieterinnen und Mieter. Und gestern ist ja beispielsweise sind die Ministerien für Bau und Klimaschutz hingegangen und haben gesagt, wir haben da ein Förderprogramm. In dem Förderprogramm kamen die Mieterinnen und Mieter überhaupt nicht vor. Die Eigentümer hingegen, wo ich gar nichts gegen habe, finde ich gut, ja, kamen drin vor. Also da muss noch einiges nachjustiert werden und das hat was mit Standards zu tun. Eine Ergänzung zu Lukas Siebenkotten. Er hat gesagt, die Eigentümer sind berücksichtigt, die Vermieter sind nicht berücksichtigt, sondern die selbstnutzenden Eigentümer in dem Programm. Insofern ziehen wir da an einem Strang, Mieter und Vermieter, weil da unbedingt eine Nachbesserung im parlamentarischen Verfahren noch erfolgen muss. 14,5 Milliarden Euro bis 2025 einschließlich oder 26 einschließlich ist viel. Und es war auch ein Erfolg der Bauministerin, als sie zu Beginn der Legislaturperiode das durchgesetzt hat bei Herrn Lindner. Das sind aber Zahlen, die damals schon eigentlich nicht ausreichend waren. Wir wollen klar machen und wir werden klar machen, wie notwendig das ist und dass das keine Lappalie nebenher ist, sondern dass diese Wohnungsfrage so zentral ist, dass sie ganz oben auf die Prioritätenliste gehört. Und deswegen finden wir es auch einen vernünftigen Vorschlag zu sagen, lass uns auch hier, wie bei der Bundeswehr, ein Sondervermögen schaffen. Und das müsste ja nicht mit 100 Milliarden ausgestattet sein. Wir sind ja auch schon mit 50 Milliarden zufrieden. Also wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir werden weiter dafür kämpfen, selbst wenn es bisher noch nicht die ganz großen positiven Signale gegeben hat. Die entscheidende Frage, die die Politik zum Schluss auch beantworten muss. Alle hier in diesem Bündnis sagen, 400.000 Wohneinheiten, 100.000 pro Jahr Sozialwohnungen im Koalitionsvertrag sind richtig. Wenn ich dieses Ziel unter vollkommen veränderten Rahmenbedingungen weiterhin erreichen möchte, ist es in der Logik, dass ich dafür auch investieren muss. Das bedeutet im Jahr für den sozialen Wohnungsbereich mindestens 15 Milliarden. Da kommen wir relativ genau auf diese 50 in diesen 3 Jahren. Das ist das, was dieses Bündnis
fordert. Und da muss die Politik auch Antwort geben, sind wir nach wie vor an dieser Zielerreichung interessiert und halten wir daran fest. Aber warum brauchen wir so hohe Standards zwingend? Warum können wir nicht auf unser altes KfW 55 auch mal für ein, zwei Jahre dieses aussetzen und strecken, um jetzt eben und schnell wieder ans Bauen zu kommen und schnell Investoren und Projektentwickler dazu zu bringen, eben mit einem geringfügig niedrigen Standard, der aber natürlich auch die Energieeffizienz im Auge hat, wieder herbeizuführen. Also es wäre ein einfaches und es wäre sofort umsetzbar. Und das ist wichtig, wurde ja auch von meinen Vorrednern schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir jetzt Entscheidungen brauchen und nicht lange Projekte entwickeln und irgendwelche Dinge versuchen zu konstruieren, die uns irgendwann langfristig helfen. Wir müssen einfach ins Tun kommen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, alle Beteiligten ganz vehement fordern. Und auch ein ganz wichtiger Punkt von Herrn Zapf, auch in Richtung der Baustoffindustrie. Die Frau Bauministerin fordert ja auch permanent und sehr nachdrücklich, dass wir auch über gesündere und bessere Baustoffe nachdenken, obwohl wir ja sehr lange brauchen in Deutschland, bis wir Dinge zugelassen bekommen und wir die schon als gesund empfinden. Aber gerade die Investitionen, die auch industrieseits notwendig sind, um da vielleicht auch partiell umzudenken, die brauchen auch Vorlaufzeiten und die brauchen auch vor allen Dingen Rahmenbedingungen, die Investitionen möglich machen.